Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Olli, und zwar zum Video Nummer 61. Es ist wie immer ein Wochenupdate und es geht um den Bau einer Modellbahnanlage von Anfang an. Heute geht es um den Zeppelin-Landeplatz Part 5, eigentlich weiß ich nicht, 3,5 oder sowas. Es geht um die Elektrik, wie ich das alles gemacht habe, und dann geht es auch mit den beiden Brücken weiter. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und bis gleich. Und damit nochmal recht herzlich willkommen zurück zum Video. Heute, wie gesagt, der Teil 5 oder auch 3,5. Das ist das, was ich dazwischen geschoben habe, wo ich letztens gesagt habe im letzten Video, dass ich euch das separat mal zeigen will. Das ist kein Hexenwerk wie immer, das ist einfache Elektrik oder wie hatte ich es genannt, Teilelektronik, die ich reingebracht habe und wie ich das jetzt hier alles gefummelt habe. Hier hat man jetzt gerade gesehen, ich habe durch diese Hartschaumplatte habe ich ein Loch vorgebohrt mit der Bohrmaschine. Das ging, wenn ich das durchdrücke, da drückt man zu viel Material unten raus. Da kriegt man aber kaum, also wer das kennt, durch eine Hartschaumplatte kann man ganz, ganz schlecht Kabel durchfädeln. Außer bohrt so ein riesen Loch, dass dann wahrscheinlich die Laterne gleich hinterherfällt. Also habe ich da eine Messinghülse immer reingesteckt und dann die Kabel in die Messinghülse oder durch die Messinghülse durchgesteckt. Und das mit leichter geht. Hier sehen wir auch, das geht auch nicht immer leicht. Und mal ganz ehrlich, wer bräuchte von euch jetzt nicht hier schon eine Lesebrille, um die Kabel da durchzufummeln? Ja, ich nicht, nein. Nee, Quatsch. Aber wie gesagt, selbst das ist schon schwierig, wenn die Kabel dann immer so wegdrücken und dann nicht durch wollen. Fummelkram, aber okay, das kennt ihr alle selber. Oder beziehungsweise wollt es kennenlernen, falls ihr noch keine Modellbahn habt und wollt euch mal eine bauen. Da ist übrigens ja auch das Video oder die Videos mitgedacht, deswegen von Anfang an, um vielleicht mal Leuten ein bisschen Mut zu machen, das Ganze selber auszuprobieren. Hier sehen wir jetzt übrigens meine Hochinnovation. Ich habe hier zwei Kontakte angebracht, das ist aus dem Metallbaukasten rausgekramt. Das habe ich dann hinten festgeschraubt an der Anlage da, unter dem Gleis. Ist beides schon mit Strom versorgt, Plus und Minus haben wir gerade gesehen. Und hier wieder mal eine Innovation, aka Olli, wenn wir keinen langen Bithalter haben oder lange Bits. Ich habe ja eigentlich lange Bits, aber in der Werkstatt drüben, da habe ich auch nicht gerade Lust dazu. So, hier kommen jetzt die Gegenpole oder die Gegenanschlüsse unter der Styrodur- bzw. Hartschaumplatte. Werden drunter geklebt, da habe ich dann kleine Löcher reingebohrt. Zwei Komponentenkleber reingemacht, dann die Federn reingedrückt und jetzt versuche ich natürlich den ganzen Kram zum Gehen oder zum Funktionieren zu bringen. Und ich habe es hier übrigens geschrieben mit dem Pfeil, da dieser Spalt, den wir immer noch sehen, das ist später alles weg, das sehen wir nicht mehr, weil das Kabel so mit dazwischen klemmt und wie auch immer. Auf jeden Fall soll es ja so sein, dass es ja ein abnehmbares Teil, ein abnehmbares Modul, wo halt Stromgeräte, also auch ja, Lampen drauf sind, wie ihr wisst. Und die sollen halt natürlich auch funktionieren, selbst wenn das ein abnehmbares Teil ist. Und ich habe da jetzt keine Lust, bin ich ganz ehrlich, mir immer da irgendwo rumzufummeln und zu machen und da einen Stecker zu stecken und keine Ahnung. Deswegen habe ich das mit diesen Federkontakten gemacht. Nachträglich hätte ich es ein kleines bisschen anders gebaut. Ihr habt ja gesehen, dass die beiden Federn nebeneinander liegen. Nachträglich hätte ich es so gemacht, dass eins auf der rechten Seite von dem Modul, eins auf der linken Seite vom Modul, dann ist die Druckverteilung mit den beiden Federn leichter. Dann muss man das nicht so lange einstellen, wie ich das machen musste. Es hat funktioniert, es funktioniert prächtig. Ich brauche es nur drauflegen, es passt, es sitzt, es hat sofort Strom, so wie ich mir es vorgestellt habe. Leichter wäre es aber gewesen, wie gesagt, links und rechts. Da hätte das Modul dann, egal wie die Federn da, das hätte immer funktioniert irgendwo. Ja, jetzt habe ich hier mit einem Heißdraht, nee, Heißdrahtschneider ist ja nicht, aber ein anderer Aufsatz, so eine Heißspitze da, ja,
hart Lötkolben, aber nicht ganz so heiß. Aus der Hartschaumplatte was rausgebrannt, was wir gerade gesehen haben, und möchte da jetzt natürlich eine Lochplatine einsetzen. Und die soll natürlich versenkt werden, weil wenn ich das Modul mal irgendwo abstellen möchte, möchte ich nicht, dass das immer alles irgendwo auf den Teilen rumliegt. Deswegen einbrennen, der Platz ist da, das macht überhaupt gewichtstechnisch gar nichts aus. Auf der anderen Seite ist Erde und Stein verbaut und deswegen ab damit, eingesenkt oder versenkt und gut ist. Jetzt mache ich die Widerstände, wie man sehen kann, hier drauf. Das ist ein etwas größerer, das ist der linke, der ist mit 1 Kilo Ohm. Die anderen haben dann nur 650. Und die verwende ich für die Laternchen. Die Laternchen hatte ich auch erst mit 1 Kilo Ohm genommen. Da waren sie mir ein Mühe zu dunkel. Aber vielleicht ist das auch Quatsch. Vielleicht sind sie auch jetzt zu hell. Es ist wirklich schwierig teilweise zu sagen. Wenn man das Anlagenlicht anmacht, dann möchte man sie ja auch mal sehen. Ansonsten im Dunkeln ist natürlich alles schön beleuchtet. Und sollte mich mal stören, dann kommt noch ein Widerstand. Wird entweder ausgetauscht. Entschuldigung. Oder ich mache noch einen davor oder wie auch immer. Das sollte überhaupt kein Problem sein. Auf jeden Fall habe ich das jetzt hier alles schön verlötet. Da habe ich mir so ein bisschen da hin und her Drähtchen noch gezogen, um das rüber zu schleifen. Da ich ja in meinem, warte mal, Häuschen, nicht, nee, Quatsch, hier im Zeppelin-Turm, da ist ja schon, sind ja die SMD-Widerstände schon drin. Hätte ich mir natürlich aus heutiger Sicht oder aus jetziger Sicht sparen können. Die hätte ich ja auch mit einbauen können. Aber gut, hätte. Braucht man nicht von Anfang. Sie sind oben drin, sie sind eingelötet, sie bleiben dort, wo sie sind. Das wollte ich jetzt nicht nochmal hier runterbauen. Das wären dann nochmal 2 Widerstände mehr gewesen, egal. Oder einer hätte auch gereicht, das wäre auch kein Problem gewesen. Und hier löte ich jetzt die Lämpchen direkt an die Widerstände hinten dran und dann an den, wie gesagt, an den 1 Kilo Ohm, an den beigefarbenen Widerstand, da kommt dann direkt eben das, was habe ich da dran? Das Häuschen ist da dran, das kleine Verwaltungshäuschen, genau. Da kommen wir im nächsten Teil nochmal zu dem Ganzen. Wenn das Diorama dann endlich mal fertiggestellt wird, ich muss ja gestehen, hinter mir steht es hier schon in echt fix und fertig. Es fällt mir sehr, sehr gut, also da könnt ihr euch drauf freuen. Aber wie gesagt, das kommt dann beim nächsten Mal mit rein. Hier sehen wir es übrigens, jetzt kommt das Häuschen angelötet. Ich verwende immer den Minuspol der LEDs. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Das kann man ja auch am Plus ran machen. Das ist bei mir schon immer so gewesen und ich werde es auch nicht mehr verändern. Es ist ja von der Sache her völlig egal, wie man das macht. Und deswegen, ja, es ist halt so. Selbst an meinem Prüfkästchen hier auf dem Tisch, da habe ich das auch so. Da ist auch der Minuspol angeschlossen. Ja, jetzt passe ich das hier noch ein. Die Kabel noch ein bisschen schön verlegen. Und dann wird es wohl gleich zum Testen kommen. Ja, hier drücke ich es wahrscheinlich noch ein bisschen. Das hält ganz gut. Ich klebe das zwar nachher noch fest, aber das habe ich so schön hinbekommen, dass es passt. Ja, bumm, toll. Ha? Wer das Modul nicht kennt, der wird denken, was hat denn der jetzt? Ja, auf der anderen Seite ist natürlich alles schon aufgebaut. Natürlich jetzt noch nicht in dem fertigen Stil, wie ich es hier habe. Aber es sind ja aus dem letzten Video gesehen, die Aufbauten schon drauf. Und meine schöne Turmspitze. Ja, ich war wieder abgeknickt. Bei der Gelegenheit hätte ich gleich die SMD-Widerstände rausnehmen können. Aber passt schon. Es funktioniert alles noch. Es hat gut geklappt. Es ist nichts kaputt gegangen. Und das ist ja irgendwo für mich die Hauptsache. Da sehen wir es. Das Blinklämpchen, Blink-LED, da haben mir gerade Worte gefehlt. Die blinkt jetzt fröhlich vor sich hin. Und auch die kleine Laterne unten drunter. Ich weiß gar nicht, ob man sie richtig sieht. Ich habe in der Vorschau immer nicht ganz so großes Bild hier. Und auf jeden Fall funktioniert es und ich war froh und wie gesagt, für mich war wichtig, dass ich das ganze Modul abnehmen kann, irgendwo hinstellen kann und dass entsprechend dann auch nichts drunter kaputt geht. Das war mir recht wichtig. Hier sehen wir es jetzt, ist alles verklebt. Das heißt, die Kabel, die haben alle so einen Klebertipfen noch drauf gekriegt. Die könnte ich also jetzt, wenn ich dran ziehe, stärker dran ziehe, könnte ich die alle ganz wunderbar unten abziehen. Das ist überhaupt kein Problem. Das war mir wichtig, wenn doch mal was zu machen ist. Die Laternchen sind natürlich alle noch locker, solange ich ja nicht den Dioramenanteil fertig habe. Das heißt, dass ich das dann alles schön mit Grünzeug und sowas im Bäumchen fertig gemacht habe, brauche ich die nicht festkleben, weil ich gar nicht weiß, wie es genau im Einzelnen fertig werden sollte. Es ist ja mittlerweile, wie gesagt, fertig und deswegen habe ich das jetzt noch locker gelassen. Ja, jetzt geht es gleich weiter mit dem Teil 2. Ach ja, hier habe ich es noch geschrieben. Die LED ist mir persönlich zu hell. Ihr seht das ja wahrscheinlich, dass an der Wand da hinten das alles rot ist, wenn die leuchtet. Das gefällt mir nicht. Also das, wenn die halbe Platte beleuchtet wird, davon ist mir das zu viel. Deswegen wird die auf der Rückseite schwarz gemalt.
sodass das eben nicht mehr nach hinten rausleuchtet. Ja, der Teil 2. Die Grundierung. Das ist also dieser Primer für Rost. Der muss ich sagen, also wer den sich zulegen will, der ist genial. Der lässt wirklich, jetzt glänzt natürlich, weil die Farbe noch feucht ist. Wenn das nachher fertig ist, die Brücke sieht dermaßen verrostet aus. Das ist schon richtig, richtig toll. Also wer wirklich ein reines Rostmodell haben möchte für irgendwas, der braucht gar nichts, weil der schmiert das Zeug da drauf, macht vielleicht noch ein paar Pigmente mit dazu. Die Sache ist erledigt. Die Brücken sollen diesmal einen blauen Touch kriegen. Deswegen habe ich jetzt die blaue Farbe, wo gar nicht draufsteht, wie sie heißt. Das ist halt eine blaue Farbe. Das ist eine Billigfarbe. Die ist eigentlich, entschuldigt bitte, Mist. Aber die verbrauche ich mit auf. Ich schmeiße nichts weg. Die mag ich überhaupt nicht, wenn ich irgendwas anderes streiche. Die ist zu unsauber, zu fleckig und wie auch immer. Aber für hier genau richtig geeignet. Wir sehen, guck mal, den Rost an der Brücke. Das sieht doch toll aus, ne? Jetzt mache ich hier ganz, ganz wenig so. Man sieht so mit den Bewegungen die blaue Farbe mit drauf, die übrigens hier bei mir auf der Platte fast schwarz wirkt. Also man guckt genau hin, dann sieht man, dass es blau ist. Das liegt da wahrscheinlich an der Grundierung mit und dann halt an der blauen Farbe, die gar nicht so richtig doll färbt irgendwo. Deswegen, naja, mein Gott, es passt schon irgendwo. Die Brücke sieht man wieder richtig schön, ja, ungepflegt aus. Das war ja nun mal das Ziel, was ich damit hatte. Also habe ich nachher das Ganze noch mit Lack überzogen zum Schluss, mit Mattlack dann nochmal, dass es ein bisschen einheitlicher wird, weil jetzt war es ja so, der Rost ist ja stumpf und die blaue Farbe, ja, unbedingt glänzend ist sie nicht, aber sie glänzt. Und das war so eine Mischung, die mir nicht so richtig gefallen hat. Deswegen wird das alles nachher noch dann mal überzogen und dann ist auch gut und dann hat sich die Sache jetzt in drin noch ein bisschen mit bemalt. Man wird es ja, das meiste sieht man sowieso nicht davon auf meiner Platte, da kommen die Gleise nachher noch drauf. Aber wie gesagt, ich möchte es gerne immer wissen, dass das auch in Ecken passt, die ich nicht sehe. Ne? Ja, hier sehen wir jetzt nochmal die Übersicht des Ganzen, das Bildchen, wie das Ganze jetzt im Dunkeln wirkt. Wir hatten es, glaube ich, vorhin schon mal mit drin gehabt. Gefällt mir recht gut, auch die kleinen Laternchen da links und das Häuschen, wo ein paar Fenster dunkel sind. Das ist mir eigentlich recht. Und dann würde ich sagen, mach schön gut, bis nächste Woche. Dein Uli aka Aquapainter. Tschüss.